Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum originalen Darkfighter. Und heute zeige ich euch ein paar Glitches und zwar auf der Map Takeoff. Genau, müsste schon im Titel stehen. Auf jeden Fall erstmal einstellen hier in Sekunden, so viel wie es geht. Das sind maximal 1200, dann bestätigen. Und mit irgendeinem anderen Spieler könnt ihr das probieren. Ich würde euch empfehlen, diese Glitches nicht online auszuprobieren. Ja, weil das vielleicht auch andere Spieler ziemlich nerven könnte, wenn ihr die ganze Zeit rumglitscht. Ja, und das halt einfach unfair ist irgendwo. Ich selber benutze diese Glitches auch nicht online. Ich denke mal, ich probiere es irgendwann mal. Aber so richtig benutzen nicht. So, auf jeden Fall solltet ihr auf jeden Fall eine Klasse haben, die, wo ihr schnell rennen könnt. Und wir sehen uns eigentlich noch. Wir haben eigentlich gleich den ersten Glitch vor uns. Und zwar ist der hier. Ihr geht hier einfach hoch. Wenn ihr auf dieser Seite spawnt, ist das ein ziemlich guter Glitch. Weil ihr könnt hier einfach hier drauf. So. Das ist ja eigentlich schon ein ganz guter Spot hier. Wenn man stehen bleibt. Ah, Leute. Fail. Also. Ihr geht hier drauf. Ein bisschen jumpen. Hier müsst ihr ein bisschen na, vorsichtig sein. Aber ihr kriegt das auch sicherlich hin. Dann bis hier hinten hin. Und dann könnt ihr auch stehen bleiben. Also hier braucht ihr euch nicht bewegen. Und jetzt könnt ihr von hier aus ziemlich gut die Gegner kriegen, weil hier ist eine Begrenzung. Hier ist die Grenze von der Map. Das heißt, hier guckt wenig hin. Da hinten laufen jetzt auch keine Gegner rum. Also sie können nur von hier, hier. Oder aus der Tür kommen, aber wenn man hier aus der Tür kommt, ist ja klar, guckt man nicht hier hoch. Ne? Heißt, ihr habt da schon mal einen ziemlich guten Spot. Dann zeige ich euch nochmal was Kleines. Hier gibt es einen Lagerraum auf der Map. Man kann über diese Dinger springen, falls es irgendjemand noch nicht wusste. Man könnte sich ja dann auch hier hincampen und die Gegner beobachten oder so. Weil hier hat man eigentlich. Ja, mein Hackbrain. Hier hat man eigentlich eine gute, ja, gutes, ja, wie soll man sagen, gute Chancen, Gegner zu killen. So, und jetzt zu einem komischen Glitch. Hier ist eine Lampe. Den habe ich übrigens rausgefunden. Also ich habe den jetzt noch nicht auf YouTube gesehen. Und ihr müsst halt auf diese Lampe springen. Das ist etwas schwierig. Aber dieser Glitch funktioniert übrigens bei allen Lampen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Aber es ist auch nicht wirklich ein nutzvoller Glitch. Ja moin. So. Seht ihr das? Ich krieg Schaden. Meine Waffe ist weg. Also ich lade jetzt nach. Und die geht hier runter. Und ist einfach weg. Und das Witzige ist, wenn man jetzt schießt, stoppt man. Ja moin. Also das ist auch ein Glitch irgendwo. Das ist bei jeder Lampe gängig. Also hier ist auch eine Lampe. Wenn man hier drauf geht und auf die Lampe, dann ist das genauso. Oder man ruckelt so hin und her die ganze Zeit. Das geht auch. Auf jeden Fall kommt man hier nicht mehr raus. Gerade weil es ruckelt. Ja, hier kriege ich dann auch Schaden, wie man sieht. Halt nicht so krass jetzt wie gerade eben. Aber ich kriege hier langsam Schaden. Ich so ein bisschen. Wenn ich hier noch ein bisschen dagegen schieße, war es das, glaube ich, auch. Gut. Ist ganz komisch, ich weiß nicht warum. Naja, gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Glitch. Ja, der hat auch hier was mit zu tun. Ihr geht hier hoch. Ihr könnt natürlich auch von den Gang hier. So, und jetzt etwas tricky, aber ist schon machbar. Dann könnt ihr hier hoch. Und hier seid ihr safe. Und ja, ihr habt die ganze Map eigentlich im Überblick. Klar, es sieht euch wahrscheinlich auch. Jeder hier oben, aber wer guckt schon gleich hier hoch, ne? Also ihr habt hier einen ziemlich, vor allem als Sniper, könnt ihr hier ziemlich gute Schüsse machen, Abschüsse machen. Also ist ein kleiner Glitch, einfach nur hier hochgehen, ihr könnt ja auch wieder zurück, dann ist alles gut, ja? Wollte ich nur mal gezeigt haben. Ich meine, ihr seid dann da. Ich meine, das ist jetzt nicht so wirklich was, wo man hinguckt, ne? Das übersieht man auch mal schnell. Aber gut, eure Sache, ob ihr das macht oder nicht. So, jetzt zum schwierigsten Glitch. Da kommt man hinter diese Wand. Den habe ich nicht selber rausgefunden, aber ich probiere es einfach mal nachzumachen und auch in diesem Video zu zeigen. Man geht hier hoch.
Bringt. Ach, Leute, Mist. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, dieser Glitch. Aber wenn man das schafft, dann ja, hat man es. Springt hier rein, duckt sich. Man muss dafür eine gewisse Option eingestellt haben, dass man nicht slidet, sondern duckt. Und jetzt wird's schwieriger. Jetzt muss man hier rein, vorrennen. Ja, moin. Ich mache mal einen kurzen Cut. So, vorrennen. Und nein. Nö. 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 Ah, fast. Schlimm, echt schlimm. Eieiei, ich sage euch, der Glitch ist mega schwer. Oh Mann, das war echt knapp schon wieder. Ah, ich könnte echt heulen. Ich mache ja ein Glitch-Video und ja, es läuft halt einfach nicht. Das geht schon ein bisschen, ja mein, auf den Sack. Ja. Okay, jetzt hat's funktioniert, ey. Ich bin da, oh, meine Güte. So, Leute, nach, keine Ahnung, gefühlt 20 Versuchen. Man kann sich hier noch so reinbacken, so festhalten, indem man hier das Steuerkreuz hier unten hält. Trotzdem, naja, man ist auf jeden Fall hinter einer Wand. Hier kann man nicht abgeschossen werden, das heißt, die Schüsse gehen hier nicht durch die Wand. Man kann aber Gegner durch die Wand abschießen. Wie man sieht, also, ja, wie man sieht, man sieht. Man kann hier, ne, durch die Wand schießen. Leute, man kann Granaten durch die Wand werfen. Ja, und man sieht eigentlich schon recht gut die Map. Wenn man das ein bisschen trainiert, geht das sicherlich auch schneller. Aber diesen Trick würde ich zum Beispiel nicht online anwenden, weil das wirklich unfair ist, denn der Gegner hat überhaupt gar keine Chance, euch zu bekommen. Weil er sieht euch nicht, er kann euch nicht abschießen, selbst wenn er weiß, wo ihr seid. In jedem Such- und Zerstören-Match ist das der absolute Win. Aber gut. Ihr könnt es ja mal probieren, üben ein bisschen, aber ich würde es jetzt wirklich nicht online machen, weil das wirklich unfair ist. Ja, und damit wollte ich schon sagen, war es das mit den Glitches, die mir jetzt bekannt sind, hier auf dieser Map. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder so oder irgendwas, keine Ahnung, ist egal. Ja, oder mal einen Kommentar, was ich noch machen soll. Und damit würde ich sagen, ciao.